Willkommen zurück zu Sims 3. Was Kenzie ist immer noch am Telefon mit das? ihrem vielleicht zukünftigen Freund. Wir wissen noch nicht ganz, wie die Sache ausgeht. Und Amalia kann jetzt endlich von zu Hause aus arbeiten. Moment, sie hat gerade aufgehört zu telefonieren. Was können wir denn jetzt mit ihr machen? Nee, 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 Moment. Wir müssen noch was für die Schule tun. Bisschen was. Und zwar mal dieses Schulbuch lesen. Hausaufgaben sind gemacht. Und dann treffen wir uns mit dem JLV irgendwo mal. Ich könnte mit dem essen gehen oder keine Ahnung. Was kann man denn so in dieser Stadt tun? Konzert besuchen. Das Theater besichtigen. Das klingt nach etwas, was Teenager bestimmt super gerne machen. Oder Institut für moderne Kunst besuchen. Nein. Können natürlich auch ins Schwimmbad gehen. Ach ja, warum nicht? Schwimmbad. Schwimmbad ist gut. Ich möchte gern wieder ranzoomen. Danke. Nachdem sie das Schulbuch gelesen hat, geht sie ins Schwimmbad. So. Für dich brauchen wir auch irgendwann noch einen Mann. Das wäre eigentlich ganz nett. Aber ich glaube, den mache ich lieber selber. Finde die Sims der Nachbarschaft nicht so dolle. Zum Beispiel diesen Typ. Ha, gruselig. So, die darf ins Bad gehen und dann gucken wir mal, ob schon ein Film läuft. Nächste Vorstellung morgen um 12 Uhr. Okay. Morgen um 12. Ach so, jetzt wird es schon wieder Abend. Abends ins Schwimmbad gehen ist natürlich auch ein bisschen blöd. Dann kann doch die Amalia essen gehen. Wo ist denn dieses Bistro? Das ist doch ganz nett. Auf der Terrasse essen. Alleine. Und die Kenzie ist noch nicht ganz mit ihrem Schulbuch fertig. Aber dafür scheint sie ja noch eine Weile zu brauchen. Dann darf sie das morgen fertig lesen. Ich würde ganz gern nämlich, dass sie dann ins Konzert geht. Kann sie das nicht nur alleine machen? Ich habe gehofft, sie könnte den Dingens einladen. Och, Mensch. Könnt ihr essen gehen? Wieso kann sie kann alles nur alleine machen? Schade. Dann gehst du alleine ins Konzert. Was soll's? So, hier kann man sehr schön auf der Terrasse essen. Ein nettes kleines Bistro. Claire Osine. Das Kind ist da auch alleine. Asa Chivi Ramda.
Ja, schmeichel dich bei ihr ein. Ja. Reden wir doch einfach mal eben so mit Leuten am Nachbartisch. Warum nicht? What is your boo-boo? Plaudern. Über Arbeit diskutieren. Boobot! Was gibt's denn heute? Ah, Oh, das ist bestimmt lecker. Das kann doch keiner lesen. Hier, wir können vielleicht auch ein Date mit dem Polizisten bekommen. Wenn er wieder rauskommt. Nein, dich wollte ich nicht. Jetzt ist er aber müde. Nein. Da wollte ich jetzt den Polizisten anmachen und dann ist sie zu müde dafür. Freundlich begrüßen. Ach, das ist der Typ. Okay. Ich sag ja, ich muss der Amalia einen richtigen Mann machen. Nicht diese seltsamen Sims. Was steht da denn für ein Haus? Das sieht ja auch krass aus. Tja, ob wir das uns irgendwann mal leisten können, sowas hier? Nicht schlecht. Wir arbeiten dran. Oder besser gesagt, Amalia arbeitet dran. Kennen Sie, darf nur noch eine Stunde draußen bleiben? Ja, diesmal übertreiben wir es vielleicht nicht. Sie liest das Schulbuch. Okay. Sie hat auf jeden Fall ein großartiges Konzert gesehen. Wenn sie dann mit dem Schulbuch fertig ist, könnten wir sie mal nach Hause schicken. Bizzelfluge, Lemli, Kadaz, with Ganache. So, mal kurz noch kennenlernen. Ma, Danny. Who's up? Flarg, Gazin, Arba. Geht auch sie nach Hause. So, Taxi, sehr gut. Jetzt hat sie einen neuen Wunsch, Rockstar werden. Lass ich mal drin, vielleicht, ich weiß es noch nicht. Dann muss sie aber auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Spiel uns was Schönes. Ich überlege gerade, das Gemeinsein sparen wir uns vielleicht für den nächsten Tag auf. Amalia muss ins Bett.
Sehr gut machst du das, Kenzie. Dass die Armbewegung nicht dazu passt. Das Lied ist schneller. Beweg dich. So, darf der jetzt herkommen noch um die Zeit? Haben wir Fähigkeit 2. Das reicht für heute eigentlich. Findest du nicht, dass es schon etwas spät ist? Bitte ruf mich morgen früher wieder an. Vielleicht habe ich ja dann Lust zu plaudern. Na gut, na gut. Hunger, dann befriedigen wir den mal. Oder in so ein Snack essen. Dosensuppe. Um 1:30 Uhr nachts. Das kommt immer gut. Sehr schön. Alle wieder brav im Bett und ein nächster Tag kann kommen. Der Sonntag. Wie war das mit 12 Uhr und Film? Ich könnte mir natürlich auch mal wieder angewöhnen, die Schlafenszeit einfach rauszuschneiden. Das mache ich demnächst dann. So, das trifft sich gut. Sie will mit Kenzie sprechen. Kenzie möchte mit ihr sprechen. Dann können sie sich eigentlich mal wieder unterhalten. Bisher leben sie ja so ein bisschen aneinander vorbei. Arbeitest du jetzt schon wieder? Oh oh, Kenzie scheint heute etwas schnippisch zu sein. Sei auf rebellisches Verhalten gefasst. Ja, dann darf sie heute zu ihrer Mutter mal gemein sein. Den Wunsch hat sie ja schon seit 2 Tagen. Gleich nach dem Aufstehen. Mal die Mutter anmaulen. Aussehen spotten. Ich weiß nicht, wie man gemein ist zu dir. Ach, gemein, hier, streiten. Oh, warte, nein, Moment, es passt viel besser, wenn wir ihr jetzt, wo sie am Morgen schon am Computer sitzt, vorwerfen, ein Workaholic zu sein. Wunsch erfüllt. So. Dafür musst du jetzt dein Bett machen. Über Unangemessenheit beschweren. Sehr schönes Stöhnen. So, einmal duschen. Und huch, hat sie dadurch echt einen Freund verloren? Seid ihr so schlecht, aufeinander zu sprechen? Scheint so. Das kriegen wir schon wieder hin. Gehaltserhöhung möchte sie bekommen. Kennen sie wieder als Freundin gewinnen. Ja, das kriegen wir hin. Wir sprechen einfach nochmal ein bisschen miteinander. Dann vertragen sie sich wieder.
Das wird schon gehen. Streiten und wieder vertragen. Dann haben wir auch eine richtige Familie. Da, unser angehender Rockstar unter der Dusche. Prima. Ich will aber nicht schon wieder gemein sein. Reizt dieser Lebenswunsch weg? Moment. Erstmal wieder was anziehen. Und dann... plaudern. We need a tea. Fleisel, gefüllt, walked out. Knopf, Teller. Es. Mesa, Oge. Sakta. Kuev, as, Candelubi, Nurch. Murphy. Engo, Kinsey hat Sinn für Humor und immer einen guten Witz auf Lager. Novo. Charnlia. Hoob. Ripti, Chapusandiga. Tasnas. Digo. Neb. Logi. Neski Ta. Taliova. Oh. Was it Lobavi? Sandio? Who is it? So, und schon sind wir wieder befreundet mit ihr. Nerfka, Belukas. Was? Sargla. And so we. Was that? Milevani. Azo. Tenev. Und eine Umarmung für den Mutter zum Schluss noch. Jetzt haben wir uns wieder vertragen, so ist das schön. Du darfst jetzt einen Brunch essen. Zur Belohnung. So, Moment, 12.04 Uhr. Ha, Film. Können wir jetzt endlich mal einen Film gucken gehen? Ja, Film ansehen. Und dann sind wir pleite. Dann haben wir noch 5 Simoleons in der Hauskasse. Ha, toll. Wird Zeit, dass sie wieder arbeiten geht. Amalia hat genügend Zufriedenheit und Lebenszeitpunkte gesammelt, um eine Belohnung zu erwerben. Sie im Zufriedenheit auf Lebenszeitfenster nach. Was? Ja, ich weiß, wo das ist. Hier können wir jetzt Profigammlerin, Putztrage, kostenlose Unterhaltung, legendäre Gastgeberin, unentgeltliche Speisen, wachsam, schneller Metabolismus und Star des Büros wäre doch für uns was. Für die Amalia als Workaholic. Und sie möchte jemand kennenlernen. Okay, sie möchte Meisterköchin werden? Ja, Quatsch. Und zufälligerweise möchte sie auch jemand kennenlernen. Und jetzt am Sonntag können wir doch dann noch ins Schwimmbad gehen. Oder erst zum Grillfest der Nachbarschaft. Joa, gehen wir da mal hin. Da kann sie jemand kennenlernen. Und dann vielleicht ins Schwimmbad gehen. Der Stadtrat veranstaltet wieder einmal das alljährliche Grill-Event im Park. Alle Sims mit Kochfähigkeiten sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit ihren Nachbarn und Freunden zu grillen und zu speisen. Ja, ja, schön.
Da sie jetzt genug Kochfähigkeit hat, kann sie da halt mitmachen. So viele Leute sind wir hier nicht wirklich. Wir können Tofu-Hotdogs oder Hotdogs grillen. Wir grillen Hotdogs. Was sind das für ein Muskelpaket hier? Grausam. Der hat bestimmt so viel in der Birne, wie das Lama auf seinem T-Shirt aussieht. Das passt jetzt irgendwie, dass er auch gleich die nächste Frau anmacht, die da im Strand liegt. So schön. Nein, der unterhält sich natürlich nur ganz normal mit ihr. Chabuta Dun. For Nakavdok. Glad. Wizzy. Mommy. Badoobka. Tja, das sind nicht so viele Nachbarn hier. So, hier, wir haben leckere Hotdogs gemacht, Leute. Kommt und esst. Kenzie mag lieber einen Trink zu sich nehmen. Aber alkoholfrei, junge Dame. 15 Uhr Zeit, was zu saufen. Aber wir wollen nicht so viel trinken, dann geht's nämlich noch ins Schwimmbad und das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.